heute gibt es mal wieder ein Dessert oder eine Nachspeise. Ihr wisst es, wir essen wahnsinnig gern eine Nachspeise. Und da bin ich immer auf der Suche nach was Leckerem und ich habe wieder was Leckeres gefunden. Und ich habe mir gedacht, ich mache die heute gleich nochmal mit Kamera, dass ihr die leckere Nachspeise auch habt. Und zwar heißt die leichte Kaffeecreme. Schmeckt aber nicht nach Kaffee direkt, aber so richtig so Mousse, Schaum, von der Konsistenz her einfach nur mega. Und die machen wir jetzt zusammen. Es geht ruckzuck, steht alles schon parat und los geht's. Als erstes brauchen wir 500 Gramm Milch. Dann kommt dazu 20 Gramm Speisestärke. Und wir brauchen 2 Eier. Und Zucker darf natürlich nicht fehlen, 70 Gramm. Das wird jetzt als erstes mal nur miteinander kräftig vermischt. Und zwar machen wir das 15 Sekunden auf der Stufe 4. 15 auf 4. Jetzt wird das Ganze aufgekocht und dann kommt noch Sahne dazu und löslichen Kaffee, so ein Instant-Pulver. So steht es im Originalrezept drin. Link vom Originalrezept wie immer. Wenn es nicht von mir ist, setze ich euch den Link natürlich auch in die Infobox. Und da habe ich in die Kommentare gelesen, dass manche geschrieben haben, sie haben jetzt keinen löslichen Kaffeepulver hergenommen, sondern einen kleinen Espresso. Das könnt ihr dann eben auch so machen, aber ich habe eigentlich immer löslichen Kaffee da für meinen Eiskaffeepulver und eben für solche Sachen habe ich den immer da. Und deswegen habe ich das Rezept eben rausgesucht, dass der eben mal aufgebraucht wird. Und wo waren wir jetzt? Beim Erwärmen. Genau. Jetzt wird das Ganze mal 9 Minuten erwärmt. 9 Minuten auf 90 Grad. Stufe 3. Ja, dann kommen die anderen 2 Zutaten noch mit dazu und dann ist er fertig. So, weiter geht's. Ich kann es wieder nicht kippen. Nee, sonst fällt alles raus. Jetzt kommt die Sahne dazu und zwar 140 Gramm. Und der lösliche Kaffee. Das Ganze wird jetzt nur noch miteinander vermischt und dann kann man es auch schon umfüllen. Ich habe mich jetzt gerade umentschieden. Ich wollte es eigentlich wieder in meine 3 Dessertschälchen füllen. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, ach, ich tue sie doch in die kleinen Becherchen rein oder Gläschen rein. So kann ich dann doch wieder 2, 3 vielleicht der Nachbarin oder so geben zum Probieren. Die freut sich immer, wenn sie was bekommt. Und zwar machen wir jetzt 15 Sekunden. 15 auf der Stufe 4. Oder ich tue es doch in die großen. Jetzt bin ich mir wieder unschlüssig. Nein, ich tue es in die kleinen. Ich tue es in die kleinen. So, das fülle ich jetzt gleich um und dann lasse ich es ein bisschen kalt werden. Und wenn es fast kalt ist, dann kommt es in den Kühlschrank. Und da härtet euch das dann noch richtig aus. Also jetzt ist es noch ziemlich flüssig. Also ich bin das erste Mal auch erschrocken. Ich habe gedacht, oh, was ist denn das? Aber wenn das kalt wird und ihr das dann im Kühlschrank gibt, wird das richtig, richtig fest. Auch nicht, aber fester. Jetzt fülle ich das um. Die Gläschen habe ich euch mal den Link unten in die Infobox gesetzt, habe ich von Amazon, weil bestimmt wieder viele fragen, wo ich denn diese Gläschen her habe. Einfach in der Infobox gucken, da habe ich sie euch verlinkt. Und ihr seht schon, jetzt ist es noch ziemlich flüssig, aber das wird wirklich fester. Keine Angst. Ja, probiert es doch mal aus. Wenn ihr auch so gerne Nachspeisen esst wie wir. Und wie gesagt, in so kleine Gläschen ist gar nicht blöd. Dann ist es eben nicht so eine große Portion. Und es hat dann noch Platz nach dem Essen.
bringe ich jetzt gerade noch rein, ja? Also, das kratze ich jetzt noch aus und dann ist es auch voll. Und dann hat es genau 2, 4, 6, 8 Gläschen gegeben. Ein bisschen auskratzen noch. Ihr seht schon, es fängt jetzt schon an, leicht anzudicken. Aber das ist echt mega, mega lecker. Probieren wir noch. Ich könnte es schon so warm essen. Wieder. Lecker, lecker, lecker. Ja, Rezept schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Und da freue ich mich heute Abend schon auf die Nachspeise. Ich werde noch so kleine Waffelkekse-Dinger noch so reinstecken als Deko. Das seht ihr dann im Foto vorne oder hinten genau. Aber jetzt hören wir auf zum Labern. Mir fehlen die Worte irgendwie. Ja, macht es gut. Bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck-Manu.